Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Videoblogs über die zukünftige Attraktion des Europaparks, Arthur im Königreich der Minimoys, die 2014 eröffnet wird. Hinter mir seht ihr das Preview Center zur neuen Attraktion, das ihr sicherlich schon besucht habt, wenn ihr im Sommer bei uns wart. Dort werden ein fantastisches Originalmodell aus dem Film Arthur und die Minimoys sowie Skizzen, Pläne und Entwürfe des aktuellen Projekts ausgestellt. Außerdem findet ihr unsere älteren Videoblogs hier oder auf YouTube. Aber am besten besuchen wir die Baustelle. Kommt mit! Im Park könnt ihr einen Blick auf die Baustelle werfen durch diesen Bauzaun. Aber noch besser wäre, wenn wir zusammen hineingehen würden, oder? Die Bahnstrecke ist nun fertig. Und das Dach ist auf dem Gebäude. Aber die Hauptbaustelle ist jetzt im Innenbereich. Lasst uns mal nachsehen. Wenn die Besucher die Halle betreten, befinden sie sich im Herzen des Minimoys-Dorfes. Um mich herum seht ihr ein 360-Grad-Panorama mit den Minimoys-Häusern, den Wurzelpalast, der schon gebaut wird, einen Snack, Kinderattraktionen, Spielplätze, den Eingang zur Hauptattraktion Arthur sowie einen Shop. Inmitten des Königreichs der Minimoys befindet sich der Wurzelpalast, der 9 Meter hoch und 15 Meter breit ist. Er wird das Wahrzeichen des Dorfes. Das Abenteuer startet hier, in diesem Wald, wo wir euch auf die Probe stellen. Wir werden sehen, wie gut ihr euch in der Natur auskennt und dann könnt ihr wie Arthur auf eine große Abenteuerreise gehen, um die Minimoys zu retten. Eine der Prüfungen zeigt, ob ihr euch in der Tierwelt auskennt. Stimmt's, mein kleiner Wolf? Der Bahnhof ist gigantisch, 13 Meter hoch und 25 Meter lang. Hier werdet ihr in die bequemen Sitze aus dem Hause Mugrides einsteigen. Die Reise beginnt mit dieser Spirale, die euch zur dritten Etage des Gebäudes bringen wird. Momentan sieht es noch ein wenig technisch aus, aber in ein paar Monaten werden hier die zauberhaften Kulissen des Filmes zum Leben erweckt. Hier sehen wir das Herzstück des Gebäudes. Die Schienen kreuzen sich dreimal, beim Bahnhof im Erdgeschoss sowie bei der ersten und zweiten Etage. Und man sieht, dass mit den Dekoarbeiten für manche Szenen auch schon angefangen wurde. Paradise Alley ist die größte Szene der Attraktion. 25 Meter lang, 10 Meter hoch, 12 Meter breit. Und hier werden wir unseren Freund die Ratte treffen. Ich glaube, sie heißt Remy. Oder auch nicht? Auf der Baustelle wird noch viel zu sehen sein. Wir werden noch viele Dekorationen aufbauen. Wir werden noch Spezialeffekte integrieren. Und das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Bis bald und auf Wiedersehen und danke für eure Treue.